So, das ist unser Zimmer, unser kleiner Rooster fängt jetzt an. Hier, unser erstes Schlafzimmer. Alles vom Feinsten, Günther. Hier ist auch noch ein Badezimmer. Hey. Das darfst du nicht unter, wie sagt man? Unter den Teppich kehren. Unter den Teppich kehren, genau. Unterschlagen, meinte ich. Ja. Noch ein Badezimmer. Ein zweites Badezimmer. Ja. Wenn du jetzt nach links gehst, noch ein Badezimmer. Ja, unser Wohnbereich. Da kommt die kleine Küche. Hier zaubert uns der King bestimmt mal was. Auf jeden Fall. Noah hat sich eine Lasagne gewünscht heute. Dann einmal gehen wir unser zweites Schlafzimmer. Ja, also wie immer in so einem Trainingslager, gerade in der Vorbereitung, ist Teaming natürlich ein wesentlicher Faktor oder ein wesentlicher Punkt, an dem wir arbeiten, weil hier haben wir 7 Tage Zeit, 24 Stunden uns miteinander zu beschäftigen, Jungs sich miteinander zu beschäftigen. Die Bedingungen sind hier überragend, tolles Hotel, tolle Gastgeber, Platz ist in super Zustand. Deswegen werden wir natürlich auch an fußballerischen Inhalten, verschiedene Spielphasen, sei es defensiv, offensiv, umschalten. Wir werden da schon das eine oder andere abarbeiten müssen, weil wir auch ein paar neue Spieler haben und deswegen werden wir da an Automatismen arbeiten. Ich glaube, dass es einfach Sinn macht. Die Jungs sind in 4er-Apartments zusammen, das heißt, sie können sich nicht aus dem Weg gehen, das ist das Gute, und müssen sich miteinander beschäftigen, und dadurch wird das Kennenlernen natürlich nochmal positiv unterstützt. Und dann kommt es von alleine. Es wird am Ende des Trainingslagers mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen Freiraum für die Jungs geben. Die Neuen müssen ja auch noch einen Einstand geben, in Form von Singen, nehme ich an. Es wird dann bestimmt wieder lustig. Gucken wir mal, ob wir Gesangstalente dabei haben. Das war dabei bin ich auf jeden Fall noch nicht. Wir testen vieles an und gucken einfach von Tag zu Tag, was passiert, wie reagiert das Knie. Und das ist auf jeden Fall schön, wieder ein paar Teile der Einheit damit auf den Platz zu machen. Bisher reagiert es ganz gut, deswegen wir sind alle sehr zufrieden mit dem Verlauf der Verletzung. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Bis jetzt ist es sehr gut, der erste Eindruck vom Hotel ist cool. Der Platz ist gut und da kann man gut arbeiten. Anstrengend, wie man glaube ich sehen kann. Es hat nicht geregnet die Trainingszeit über. Insofern war es eigentlich hauptsächlich anstrengend. Wobei wir heute glaube ich noch nicht gar nicht so viel gemacht haben. Wir haben am Ende eine Spielform gemacht, 2x15 Minuten. Das war intensiv, aber alles in allem war es eine sehr, sehr gute Trainingseinheit und wir freuen uns auf die kommenden Tage. Wir kennen sie aus dem Vorjahr tatsächlich und wir wussten, was uns erwartet. Und wir waren letztes Jahr, glaube ich, so zufrieden, dass man dann dieses Jahr wieder hier hinfährt. Ist dann, glaube ich, ja, das ist, erklärt sich von selbst, sage ich einfach mal. Ja, Patze ist Papa geworden zum zweiten Mal und ja, da freuen wir uns natürlich alle mit. Und dann ist natürlich auch selbstverständlich, dass er seiner Frau zur Seite stehen muss und hat ja auch noch ein zweites Kind. Und von daher muss es auch betreut werden und deswegen ist es für uns selbstverständlich, dass er erst am Mittwoch nachreist und sich natürlich um seine Familie kümmert und dann wird Patze natürlich gestärkt nochmal in der Willingen anreisen. Danke.